Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben heute unsere 7. Einheit, insgesamt die 6. dann zur GBR. Wir neigen uns dem Ende entgegen, wie Sie den Zahlen absehen können. Und behandeln heute nochmal den 2. Teil der Haftungsfragen. Wir hatten uns letzte Woche beschäftigt mit dem Haftungsgrund und hatten erkannt, dass unsere zentrale Vorschrift für die persönliche Gesellschafterhaftung der 128 Satz 1 HGB ist. Wir hatten auch gesehen, dass wir den nicht nur dort, wo er verortet ist, auf die OHG anwenden, sondern dass wir ihn auch aufgrund einer Regelungslücke bei der Außen-GBR analog eben auf die Gesellschafter der Außen-GBR anwenden, um deren persönliche Haftung zu kreieren. Wir werden uns heute, nachdem wir uns letzte Woche nur beschäftigt haben mit der Anspruchsgrundlage und der Anspruchsentstehung und dort die Akzessorialität behandelt haben, kommen wir heute vor allem auf den Part, wie kann eigentlich der persönlich in Anspruch genommene Gesellschafter sich dagegen verteidigen. Das ist unser Punkt 6, das sind die Einwendungen. Und dann kommen wir danach auf den Punkt 7, für den Fall, dass die Einwendungen nicht gegriffen haben, er trotzdem leisten musste, stellt sich dann natürlich die Frage, bei wem kann er Regress nehmen? Die üblichen Ziele dabei sind natürlich die Gesellschaft und die übrigen Gesellschafter. Um das Ganze mit einem Beispiel etwas zu veranschaulichen, sollten Sie für den Rest der Veranstaltung folgendes Bild vor Augen haben, so grob. Wir haben eine Gesellschaft, eine GBR, eine Außen-GBR, die also teilrechtsfähig ist, mit den Gesellschaftern A, B und C. Wir haben jetzt den Gläubiger G, der der Gesellschaft ein Darlehen gegeben hat. Egal, unwesentlich, ob das ein Privatgläubiger ist oder ob das ein Kreditinstitut ist als Gläubiger. Und hat also einen Darlehensrückzahlungsanspruch. Dieser Darlehensrückzahlungsanspruch richtet sich aufgrund der eigenen Teilrechtsfähigkeit der GBR gegen diese als solche. Wir haben damit in der Terminologie des 128 Satz 1 eine Verbindlichkeit der Gesellschaft. Und für diese Verbindlichkeit der Gesellschaft haften bei der OHG nach 128 Satz 1 direkt, bei der GBR, wie in unserem Fall, analog die Gesellschafter nach 128 Satz 1. Das ist unsere Ausgangslage. Die Frage ist nun, wie kann ich als Gesellschafter Einwendungen dagegen geltend machen? Und die zentrale Regelung dafür finden wir im 129 HGB. Und bevor wir den lesen, gebe ich Ihnen schon mal mit auf den Weg, wir werden unterscheiden müssen zwischen den sogenannten persönlichen Einwendungen eines Gesellschafters, der Einwendung der Gesellschaft und unter den Einwendungen der Gesellschaft, beziehungsweise die, die daraus für den Gesellschafter resultieren, haben wir die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit. Das ist das, mit dem wir uns heute im Wesentlichen beschäftigen werden. Und schließlich kommen wir dann zu der Frage, wenn Anfechtung und Aufrechnung, wie Sie hier erkennen, mit Absatz 2 und 3 gesondert geregelt sind, dann stellt sich die Frage, wie verhält es sich eigentlich mit anderen Gestaltungsrechten? Also zum Beispiel, wenn die Gesellschaft zurücktreten kann von einem Vertrag oder wenn ihr ein Widerrufsrecht zusteht. Lassen Sie uns jetzt aber einen Blick werfen, zunächst mal in die zentrale Vorschrift, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Das ist der 129. Und wir beginnen mit dem Absatz 1, da sehen Sie, die Fragen der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit sind erst in Absätzen 2 und 3 geregelt. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf den Absatz 1. Dort heißt es dann, wird ein Gesellschafter wegen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen. Die Norm schließt also damit unmittelbar an den 128 Satz 1 mit der akzessorischen Haftung an. So kann er Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind, nur insoweit geltend machen, als sie von der Gesellschaft erhoben werden können. Sie dürfen sich noch etwas hervorheben, und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich zwei Dinge hervorheben. Das eine ist am Ende das Können und in der Mitte des Normtextes die hervorgehobene Stellung von Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind. Warum? Dieser Einschub, den ich gerade als zweites genannt habe,
der bezeichnet die sogenannten persönlichen Einwendungen. Es gibt Anlass für uns dazu, zwischen persönlichen Einwendungen und den abgeleiteten Einwendungen, also den Einwendungen der Gesellschaft, die der Gesellschafter aber geltend machen darf, zu unterscheiden. Was regelt der 129 Satz 1 nur, wenn wir nochmal genau reinschauen, dann regelt er ja nur, das heißt, so kann der Gesellschafter Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind, nur insoweit geltend machen. Wir haben also für die nicht in seiner Person befindlichen Einwendungen eine Regelung in 129 Satz 1. Und zwar eine einschränkende Regelung, das erkennen Sie an dem nur. Die persönlichen Einwendungen, das sind die, die dem Gesellschafter unmittelbar zustehen, die er nicht von der Gesellschaft ableitet. Die stehen in 129 Satz 1 gar nicht drin. Die werden nur als Art Merkposten aufgeführt, um sie abzugrenzen. Was sind jetzt solche persönlichen Einwendungen? Wir können dabei zwei Arten von unterscheiden. Das eine sind persönliche Einwendungen, die unmittelbar dem Verhältnis zwischen dem konkret in Anspruch genommenen Gesellschafter und der Gesellschaft und dem Gläubiger entspringen. Also zum Beispiel, Sie haben einen individuellen Erlassvertrag abgeschlossen. Ich mal die Konstellation nochmal vor Augen, die wir schon Beispiel haben, dann behalten Sie die während der Zeit im Auge. Das ist für mich einfacher, auf das Verhältnis zu zeigen. Wir haben unseren Gläubiger. Wir hatten unsere GbR und in unserer GbR hatten wir die Gesellschafter A, den Gesellschafter B und wir hatten schließlich den Gesellschafter C. Hier hatten wir den unmittelbaren Anspruch und gefragt war dann nach dem Anspruch in diesem Verhältnis. Die erste Möglichkeit, dass wir eine unmittelbare Einwendung, eine persönliche Einwendung haben unseres Gesellschafters C, ist, wenn er selber mit dem Gläubiger einen Erlassvertrag geschlossen hat. Das kann er ohne weiteres tun. Der Gläubiger wird sich darauf allerdings in der Praxis zumindest selten einlassen. Die andere Möglichkeit ist die, dass wir eine Einwendung haben, die eine persönliche ist, die nicht von der Gesellschaft kommt, wenn sie von einer anderen Gesellschaft kommt. Was sind das für Einwendungen? Wir hatten gesehen, 128 Satz 1 ordnet ja nicht nur die persönliche Haftung der Gesellschafter an, sondern sagt auch noch, dass sie als Gesamtschuldner haften. Wenn sie Gesamtschuldner sind, dann gelten natürlich alle Regelungen der 421 unter den Gesellschaftern. Das heißt, wenn Gesellschafter B auf seine Verbindlichkeit, die genauso trifft wie die C, zahlt, dann hat das eine Gesamtwirkung für alle Gesellschafter. Es ist eine persönliche Einwendung des C, weil sie nicht von der Gesellschaft kommt, sondern mittelbar von dem anderen Gesellschafter. Deshalb ist auch das, obwohl sie nicht originär in seiner Person entstanden ist, eine persönliche Einwendung. Diese Einwendung regelt 129 nicht. Er erwähnt sie nur zur Abgrenzung zu dem, was er regelt, nämlich die Einwendung der Gesellschaft, in welchem Umfang die Gesellschafter diese geltend machen können. Die persönlichen Einwendungen schränkt er nicht ein. Das heißt, Umkehrschluss, ich kann alle persönlichen Einwendungen geltend machen, und zwar ohne Einschränkung. Wenn Sie sich das nicht unbedingt merken wollen, erschließen Sie sich das bitte aus einer anderen Situation heraus. Im Normtext von 129 Satz 1 heißt es was? Der Gesellschafter kann die Einwendungen nur insoweit geltend machen, als sie die Gesellschaft geltend machen kann oder könnte. Wenn es aber um eine persönliche Einwendung geht, dann kann die Gesellschaft diese nie geltend machen.
Das heißt, sie hätten immer, und das wäre vollkommen unlogisch, einen Vollausschluss der persönlichen Einheit. Die Gesellschaft kann sie nie geltend machen, weil sie eben persönliche Einwanderung des Gesellschaftes ist. Deshalb haken an zwei Stellen, der Gesetzgeber nimmt es mit dem Wortlaut, mit diesem Einschub Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind, explizit von 129 Satz 1 aus. Entschuldigung. Haben Sie Fragen dazu? Dann schauen wir weiter und kommen zu der Frage, was machen wir mit Einwendungen der Gesellschaft? Das ist nun unsere originäre Regelungsmaterie im 129 Absatz 1 HGB. Was finden wir dort geregelt? Wir haben dort eine einschränkende Regelung. Das können wir erkennen an dem nur insoweit. Das erscheint auf den ersten Blick absolut logisch. Der Gesellschafter kann Einwendungen der Gesellschaft, also die hier zur Abwehr stehen, nur insoweit geltend machen, als sie halt eben auch die Gesellschaft geltend machen kann. Das ist 129 Satz 1. Warum ist das plausibel auf den ersten Blick schon, wenn wir sagen, der Gesellschafter haftet akzessorisch für die Verbindlichkeit der Gesellschaft, 128 Satz 1, und diese Akzessorialität nicht nur eine Akzessorialität in der Entstehung der Haftung ist, sondern auch noch für den Inhalt und Umfang der Haftung, dann ist die Konsequenz, dass dann auch die Einwendungen geltend gemacht werden können, die der Gesellschaft zustehen. Das ist dann unmittelbar Ausdruck der Akzessorialität. Was können Sie daraus nehmen als Beispiel? Sie haben zum Beispiel eine Stundung, die vereinbart ist, also für die Darlehensrückzahlungsansprüche, die wir ein Beispiel haben, ist vereinbart nicht vor dem 01.01.2020 im Verhältnis zwischen dem Gläubiger und der Gesellschaft. Diese Einwendung kann über 129 Satz 1 jetzt auch der Gesellschafter dem Gläubiger entgegensetzen, mit der Konsequenz, dass auch er vor dem 01.01.2020 nicht in Anspruch genommen werden kann. Bis dahin, da habe ich eine sehr logische Regel. Schwierigkeiten bereitet das Ganze dann an anderer Stelle. Wir haben diese wunderbare Akzessorialität, die in der Theorie auch wunderbar funktioniert, aber wir haben auch einen Problemfall. Und der Problemfall ist vor allem die Verjährung. Sie wissen alle, dass das normale Verjährungsrecht dazu führt, dass wenn ein Anspruch verjährt ist, ich nach 214 BGB das Recht habe, die Leistung zu verweigern. Sie würden jetzt schließen in dem Moment, naja gut, wenn der Anspruch gegen die Gesellschaft verjährt ist, dann kann auch der Gesellschafter, der persönlich in Anspruch genommen wird, diese Einwendung geltend machen. So weit, so gut. Es gibt aber Sonderfälle, dass die Verjährung gehemmt werden kann. Und das ist das, was wir uns näher anschauen müssen. Um welche Konstellationen geht es dabei? Zunächst werfen Sie mal kurz einen Blick in den 204 Absatz 1 Nummer 1 BGB. Dort wird die Verjährung gehemmt ab dem Moment, ab dem Ihre Klage auf Leistung rechtshängig. Jetzt können Sie sich überlegen, das gilt aber, diese Verjährungshemmung gilt natürlich immer nur, weil der Gedanke, der dahinter steht, ist, Verjährung bedeutet Rechtssicherheit aufgrund eines Zeitablaufs. Ich muss nicht mehr damit rechnen, dass ich in Anspruch genommen werde als Schuldner von Gläubiger. Wenn ich vorher eine Klage zugestellt bekomme, also vor dem Eintritt der Verjährung, und dann erst das Gericht zwei Jahre später darüber verhandelt, naja, dann weiß ich aber, dass der Gläubiger seinen Anspruch aufgrund der Klagezustellung ja weiter verfolgt. Ich habe also kein schutzwürdiges Vertrauen mehr darauf, dass der Anspruch jetzt nicht mehr geltend gemacht wird.
Dieses Vertrauen ist aber natürlich etwas, was immer höchst persönlich ist. Und deshalb greift der 204 Absatz 1 Nummer 1 BGB von der Hemmung her nur im Verhältnis zu dem konkret Beklagten. Und darin liegt unser Problem. Wir haben keinerlei Sonderverjährung für die persönliche Haftung der Gesellschaft. Und jetzt können wir zwei Konstellationen deshalb unterscheiden. Das eine ist, der Gläubiger erhebt Leistungsklage nur gegen die GbR. Ausschließlich, nicht gegen einen persönlich haftenden Gesellschafter. Und die zweite Konstellation ist die umgekehrte. Der Gläubiger erhebt Leistungsklage ausschließlich, in unserem Fall gegen unseren Gläubiger, gegen den Gesellschafter C. Und jetzt werden Sie sagen, warum kreiert Herr Fest schon wieder so komische Beispiele? Warum klagt unser Gläubiger nicht gegen die GbR und alle Gesellschafter? Können Sie sich vorstellen, warum? Sie würden doch vielleicht aus der Sicht des Gläubigers, würden Sie sagen, naja, ich habe ja den Anspruch gegen die Gesellschaft. Und ich habe nach 128 Satz 1 die akzessorische Haftung ja nicht nur vom Ziel, sondern von allen. Also klage ich gegen alle Gesellschafter gleich mit. Die Idee ist total plausibel. Sie haben, jetzt setzen wir Zahlen, Sie haben einen Anspruch mit, sagen wir, 100.000 Euro. Nominalbetrag, Zinsen lassen wir weg. Und jetzt machen Sie diesen Anspruch nicht nur gegen die Gesellschaft geltend, dann wäre der Streitwert der Wert, der in Frage steht, also 100.000 Euro, sondern Sie machen den Anspruch auch noch geltend gegen die Gesellschafter A, B und C. Wie groß wird denn jetzt Ihr Streitwert? Naja, Sie kriegen was? Sie kriegen einen Vollstreckungstitel gegen alle vier, die drei Gesellschafter und die Gesellschaft. Jeweils Nominalbetrag 100.000 Euro. Jetzt können Sie auf den Gedanken kommen und sagen, naja, aber die Gesellschaft, das sind ja nur Gesamtschulden, also ich bekomme die Leistung ja nur einmal. Und die Gesellschaft selber haftet im Verhältnis zu den Gesellschaften wie ein Gesamtschuldner. Also bekomme ich die Leistung ja auch nur einmal. Ich bekomme sie ja nicht viermal. Deshalb könnten Sie auf den Gedanken kommen, dass sich der Streitwert nicht erhöht. Das ist aber nicht der Fall. Der Streitwert wird in der Tat, weil wir unterschiedliche Beklagte haben, wird der Streitwert addiert. Er erhöht sich. Er erhöht sich zwar nicht um 100%, wir addieren also nicht einfach von 100.000 auf 400.000, aber er erhöht sich trotzdem beträchtlich, weil Sie halt natürlich einen Vollstreckungstitel gegen vier Personen bekommen. Und diese Streitwerterhöhung versuchen wir typischerweise in der Praxis zu vermeiden. Warum? Wenn Sie als Anwalt hingehen und sagen, wir machen einfach Folgendes, wir klären es dem Mandanten und sagen, Gesellschafter haftet persönlich und akzessorisch und dann klagen wir einfach gegen die GbR und gegen alle Gesellschafter, die wir haben. Dann ist Ihr Streitwert höher. Dann ist auch Ihre Anwaltsgebühr höher, aber die Gerichtskosten auch. Das Problem ist nur, wenn das nicht unbedingt erforderlich ist. Und das wird es in der Praxis eigentlich nie sein. Dann haften Sie dafür. Es ist eine Pflichtverletzung von Ihnen als Anwalt. Die anwaltliche Konsequenz daraus sieht so aus, dass Sie sich vorher den Preis der Gesellschaft da angucken und abwägen und sich fragen, ist bei der Gesellschaft selber genug Vollstreckungspotenzial vorhanden? Da klage ich nur gegen die Gesellschaft. Ist bei der Gesellschaft nicht genug vorhanden, da gibt es aber einen besonders hervorstechend vermögenden Gesellschafter, dann klage ich nur gegen diesen. Und daher kommen diese Konstellationen, über die wir jetzt sprechen wollen, zustande. Sie klagen bitte nicht blind gegen alles. Das
hat uns in so einer Mentalität wie mit der Schrotflinte einmal ins Korn gehalten. Sondern sie suchen sich den raus, bei dem sie natürlich auch dann die Aussicht haben, dass der ihren Anspruch auf diese Klagen erfüllen kann. Wir schauen uns zunächst die Konstellation der Klage ausschließlich gegen die GbR und hatten gesehen, wenn ich ausschließlich gegen die GbR klage, dann hat die Regelung des 204 Absatz 1 Nummer 1 BGB zur Folge, dass wir die Hemmung nur im Verhältnis gläubiger GbR haben. Was würde das jetzt bedeuten? Die Hemmung wirkt individuell. Und der Anspruch verjährt im Verhältnis der Gesellschaft, und gläubiger nicht, wenn die Gesellschaft schutzwürdig ist, aber hier läuft die Verjährung ja weiter. Wir haben den Hemmungstatbestand, der nur in diesem Verhältnis. Hier gibt es keine Hemmung. Kann jetzt unser Gesellschafter tatsächlich sagen, bei mir ist es verjährt, bei mir gibt es nichts mehr zu holen? Überzeugt sie das? Um was hatten wir gesagt, geht es bei Verjährung? Um Vertrauensschutz. Ist es Vertrauen des Gesellschafters, er wird persönlich nicht mehr in Anspruch genommen, schutzwürdig? Das ist eine rein wertende Frage. Wenn nur gegen die Gesellschaft geklagt wird? Was meint ihr? Ihre Frage ist es darauf zuspitzen, dass Sie sagen, kann ich darauf vertrauen, dass derjenige seinen Anspruch nur gegen die GbR verfolgen wird? Oder wird er den Anspruch wirtschaftlich so verfolgen, dass er auch die Akzessoren schafft, in Anspruch nehmen will? Und damit ist letztlich relativ klar die Weichenstellung, die genau die von Ihnen vorgezeichnete Richtung gesetzt, nämlich dass Sie sagen, naja, wenn ich den Anspruch ja wirtschaftlich verfolge, dann gucke ich zunächst mal bei der GbR, weil sie halt eben mein primärer Schuldner ist. Dann habe ich noch akzessorisch haften. Deshalb auch an der Stelle ganz herrschende Meinung, das reicht nicht aus, damit Sie die Einwilligung der Verjährung ergeben können. Unsere zweite Konstellation ist die Klage ausschließlich gegen den Gesellschafter. Wie verhält es sich dann da? Leistungsklage ausschließlich gegen den Gesellschafter hat was zur Folge? Die Verjährung in diesem Verhältnis wird gehemmt, aber die Verjährung gegenüber der Gesellschaft läuft, das ist die Konsequenz aus 204 Absatz 1 Nummer 1 BGB, die läuft weiter. Weil es ist ja gegenüber der Gesellschaft kein Hemmungstatbestand verwirklicht. Jetzt läuft also unsere Verjährungsfrist gegenüber der Gesellschaft ab. Die Gesellschaft kann deshalb nach 214.1 BGB ihre Leistung verweigern. Wenn Sie jetzt reinschauen in den Wortlaut von 129, dann steht was drin? Wird ein Gesellschafter wegen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen? So kann er Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind, ja, die Einwendung der Verjährung der Gesellschaft, nur insoweit geltend machen, als sie von der Gesellschaft erhoben werden können. Denn die Gesellschaft kann ihre Leistung verweigern. Und damit scheint ihre Lösung vorgezeichnet zu sein. Der Gesellschafter, der nun selbst verklagt worden ist, zeigt dem Kläger nun eine lange Nase und sagt, das ist schön von dir, aber du hast nur mir gegenüber gehemmt, aber ich mache ja nicht meine Einwendung geltend, sondern die der Gesellschaft. Und da hast du nicht gehemmt. Das wäre die Konsequenz, wenn Sie wirklich das durchziehen würden mit der Akzessorität bei einer wörtlichen Anwendung von 129 Absatz 1. Auch hier wieder die Frage, überzeugt Sie das?
Sein Vertrauen ist ja noch weniger schutzwürdig als in der Konstitution vorher. Er selber ist verklagt. Wir wissen, dass die Gläubiger in Anspruch gegen ihn als Gesellschafter verfolgen wird. Schutzwürdiges Vertrauen ist damit so gut wie ausgeschlossen. Und jetzt aufgrund dieses regelungstechnischen Umstands zu sagen, akzessorische Haftung, und daraus kann ich die Einwendung ableiten, würde diesem Vertrauensgedanken, der im Verjährungsrecht dominiert, absolut widersprechen. Deshalb sind wir klar damit, dass das halt eben nicht schutzwürdig ist, und wir haben an der Stelle 129, der nach dem Wortlaut her passen würde, teleologisch zu reduzieren. Das sind die beiden Konstellationen, um die es geht, wenn wir uns dabei mit der Frage der Verjährung befassen. Also passen Sie da auf, weil Sie dieses Zusammenspiel haben, Akzessorität und individuell wirkende Hemmungstatbestände. Und dann kommen wir zu 129 Absatz 2 und 3. Wir müssen uns die einmal anschauen. Wenn wir im Absatz 1 gesagt hatten, dass es ja heißt, der Gesellschafter kann die Einwendungen nur insoweit geltend machen, dann war das ja eine Einschränkung, regelungstechnisch. Wenn Sie jetzt darauf achten, wie verhält sich der Absatz 2 dazu, dann sollte Ihnen was auffallen. Das heißt dort, der Gesellschafter kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange der Gesellschaft das Recht zusteht, das ihrer Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten. Was bedeutet das jetzt im Verhältnis zum Absatz 1, wenn wir das abgleichen? Also, es geht bei uns jetzt im Absatz 2 um die Frage, Sie können dieses Rechtsgeschäft hier anfechten. Um die Frage geht es. Die Frage, wie wirkt sich die Möglichkeit der Anfechtung hier aus? Was regelt uns der Absatz 2 eigentlich? Der Gesellschafter kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange der Gesellschaft das Recht zusteht, das ihrer Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten. Um welchen Zeitraum sprechen wir? Reden wir über den Zeitraum nach der Anfechtung. Wenn Sie das als Zeitstrahl sich vorstellen. Sie haben den Vertragsschluss hier und Sie haben die Anfechtungserklärung hier. Über welchen Zeitraum reden wir? Gehen Sie davon aus, dass das Anfechtungsrecht besteht, bitte, ja? Über welchen Zeitraum reden wir, bitte? Vor der Anfechtungserklärung, meinst du? Was passiert ab hier? Sie haben völlig recht in der Sache. Ich will nur wissen, warum. So, dann passiert Folgendes. Ist hier Rechtsgeschäft rückwirkend nach 142.1 BGB nichtig? Was passiert jetzt? Die Nichtigkeit der Verbindlichkeit der Gesellschaft ist was?
Eine Einwendung. Eine Einwendung von wem? Eine Einwendung der Gesellschaft. Kann der Gesellschafter die geltend machen? Ja, die kann er nach 129 Absatz 1 geltend machen. Das heißt, wir haben hier die Endlinie. Ab hier gilt 129 Absatz 1. Weil ja jetzt angefochten ist, die Verbindlichkeit ist nichtig und diese Einwendung der Nichtigkeit greift. Das heißt, wir unterhalten uns bei 129.2 über diesen Zeitraum. Das ist die wichtige erste Erkenntnis. Warum brauche ich jetzt die Regelung des 129 Satz 2? Reicht der 129, Absatz 2, warum reicht der 129 Absatz 1 nicht aus? Und das Ganze macht am meisten Sinn, wenn Sie von einer arglistigen Täuschung ausgehen. Dann ist der Zeitraum davor nämlich etwas gestreckt und nicht nur das unverzüglich. Drehen Sie es mal um. Sie haben völlig recht in der Sache. Es wird anders noch klarer. Der Gläubiger begeht eine arglistige Täuschung der Gesellschaft bzw. des die Gesellschaft vertretenen Gesellschafters ab. Die Gesellschaft zahlt nicht. Und jetzt geht der Gläubiger gegen 10 vor. Was würden Sie denn jetzt überlegen können als C? Naja, Sie könnten überlegen, ob Sie das Geschäft anfechten im Sinne der Gesellschaft. Wenn Sie die Anfechtung erklären, dann hat das was zur Konsequenz? Hatten wir gesagt, 142.1, die Verbindlichkeit der Gesellschaft erlischt, Konsequenz ihrer akzessorischen Haftung erlischt auch 129 Absatz 1. Warum reicht es eigentlich nicht? Warum brauchen wir den Absatz 2? Was machen Sie denn, wenn Sie eine Regelung der Geschäftsführung und darauf aufbauend der Vertretung haben, die sagt, ausschließlich Gesellschafter A ist geschäftsführungsbefugt und vertretungsbefugt? Was kann C dann tun? Kann C dann sich selber mittelbar so verteidigen, dass er für die Gesellschaft anficht? Mit der Konsequenz 129 Absatz 1 seine veraccessorische Haftung erlischt? Nein, das kann er nicht, weil er ist ja nicht vertretungsbefugt. Er kann die Anfechtung im Namen der Gesellschaft nicht erklären. Mit 129 Absatz 2 schützen wir in diesem Zwischenzeitraum zwei Dinge. Erstens die Überlegungsfrist der Gesellschaft bei der Frage, ob sie das Anfechtungsrecht ausübt, ja oder nein. Das ist der sachliche Schutz, wenn Sie so wollen. Das zweite ist der persönliche Schutz. Wir schützen vor allem die Gesellschafter, die nicht, wenn wir in der Kopplung bleiben von 709 und 714, die nicht geschäftsführungs- und vertretungsbefugt sind. Weil die vertretungsbefugt sind, können ja auch das Anfechtungsrecht für die Gesellschaft ausüben und sich so verteidigen über 129 Absatz 1. Die nicht vertretungsbefugten können das nicht. Und deshalb geht es vor allem um deren Schutz. Wir brauchen deshalb diese Einrede der sogenannten Gestaltbarkeit. Das ist das, um was es uns hier geht. Sie müssen es quasi so verstehen, dass Sie sagen, das Gestaltungsrecht beim Absatz 2, die Anfechtung, beim Absatz 3, die Aufrechnung, befinden sich noch in einer Art Schwebelage. Wir wissen noch nicht, ob sie ausgeübt werden können. Und deshalb sollen wir, und das war Ihr Punkt, den Sie gesagt hatten, es nicht nur so sein, dass der Gesellschafter jetzt schon mal zahlen muss und dann später, wenn dann tatsächlich angefochten wird,
das Ganze wieder rückabgewickelt werden muss. Das wollen wir eben gerade nicht. Deshalb, Sie müssen den Zusammenhang sehen zwischen 129.1 und 2 bei den Gestaltungsrechten. Wenn sie ausgeübt worden sind bereits, dann greift 129 Absatz 1 und sie nicht ausgeübt worden, 129 Absatz 2 oder bei der Aufrechnung Absatz 3. Wenn wir uns das nochmal anschauen vom Wortlaut her, dann ist es nicht besonders spektakulär. Das Einzige, was wichtig ist, ist halt eben letztlich, dass Sie sich vielleicht hervorheben mit einer Bleistiftunterstreichung, ist das so lange. Der Gesellschafter kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange der Gesellschaft das Recht zusteht, das ihrer Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten. Das beschreibt den Zeitraum, den wir haben. Einmal, wenn es bereits ausgeübt worden ist, das ist der Übergang hier zu 129 Absatz 1. Die andere Variante ist, wenn es nicht ausgeübt worden ist, aber die Anfechtungsfrist abgelaufen ist, dann kann die Gesellschaft selber auch nicht mehr anfechten und Konsequenz ist dann wieder Ausdruck der Akzessorität, dann entfällt auch die Einrede der Gestaltbarkeit des Gesellschafters. Sie fragen das da. Dann schauen wir uns das Parallele an, Absatz 3, Einrede der Aufrechenbarkeit. Es heißt dort, die gleiche Befugnis, also die Befugnis, die Leistung zu verweigern, hat der Gesellschafter, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung der Gesellschaft befriedigen kann. Das Besondere an der Regelung ist nicht nur diese Einrede der Gestaltbarkeit, das haben wir jetzt kennengelernt, sondern wir haben zwei Dinge. Das eine ist, solange sich der Gläubiger befreien kann, das heißt, der Gläubiger muss befugt sein zum Aufrechnen. Und das zweite, und das ist für die Aufrechnung atypisch, wir brauchen eine fällige Forderung der Gesellschaft. Wir verändern also die Aufrechnungslage. Das sind zwei Punkte, die wir uns näher anschauen sollen. Die Aufrechnungslage muss bestehen zwischen dem Gläubiger und der Gesellschaft, also in diesem Verhältnis. Wenn wir die Aufrechnungslage hätten zwischen dem Gläubiger und dem Gesellschafter, dann wäre es eine persönliche Einwendung und wir wären gar nicht in 129 gegeben. Das Zweite ist, glaube ich, ziemlich klar. Wenn die Aufrechnung bereits erklärt worden ist und wirkt, wir also die Extunichtigkeit wieder der Verbindlichkeit haben, dann gilt das Gleiche wie im Absatz 2 mit der Anfechtung. Dann sind wir gar nicht im Absatz 3 bei der Gestaltbarkeit, sondern dann sind wir wieder im Absatz 1. So viel vorweggeschickt, was heißt jetzt modifizierte Aufrechnungslage? Wenn Sie sich den 387 BGB, unsere Regelung an BGB bei der Aufrechnung, die Aufrechnungslage beschreibt, anschauen, dann brauchen wir dafür grundsätzlich nur eine fällige Forderung und eine erfüllbare Gegenforderung. Also eine fällige Forderung, wenn wir es auf 129.3 übertragen, des Gläubigers und eine erfüllbare Forderung der Gesellschaft. Es heißt aber hier im Absatz 3, Sie brauchen eine fällige Forderung der Gesellschaft. Warum? Warum diese Veränderung?
Der Gedanke bei 129,3 ist wie beim Absatz 2 eine Einrede der Gestaltbarkeit zu schaffen. Das setzt aber eine Gestaltungsmöglichkeit der Gesellschaft voraus. So wie das Anfechtungsrecht. Das heißt aber jetzt auch wieder, dass das Aufrechnungsrecht auch der Gesellschaft zusteht. Und deshalb muss auch die Forderung der Gesellschaft fällig sein, weil nur dann kann sie aufrechnen. Das ist der Gedanke damit. Sie bekommen damit eine Aufrechnungslage, in der sowohl die Forderung als auch die Gegenforderung beide fällig sein müssen. Das ist die Modifikation im Vergleich zu 387 BGB. Beiderseitige Fälligkeit. Und jetzt werden Sie sich fragen, naja, warum steht denn dann aber noch drin, dass der Gläubiger aufrechnen darf? Wir hatten doch jetzt gerade bei der Fälligkeit oder die Fälligkeit, die drin steht als Modifikation der Aufrechnungslage, hatten wir doch gerade damit begründet, dass wir eine Konstellation haben, in der die Gesellschaft aufrechnet. Über die Modifikation und diesen Zusatz erreichen wir jetzt die Konstellation, dass beide Seiten aufrechnen können. Und wenn Sie den 129 Satz 3 ernst nehmen, dann führt er in einer Sonderkonstellation zu einem skurrilen Ergebnis. Der sagt ja, die gleiche Befugnis, also die Leistung verweigern, darf der Gläubiger, solange sich der Gesellschafter, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung der Gesellschaft befriedigen kann. Jetzt gibt es ja aber die Möglichkeit, ein Aufrechnungsverbot individuell zu vereinbaren. Jetzt stellen Sie sich also die Konstellation vor. Sie haben fällige Forderung, fällige Gegenforderung, aber diese Forderung darf der Gläubiger nicht aufrechnen. Sie haben ein Aufrechnungsverbot des Gläubigers. Wenn wir jetzt 129,3 anwenden wollten und subsumieren wollen, da steht drin, die gleiche Befugnis hat der Gesellschafter, er darf also die Leistung verweigern, solange sich der Gläubige durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung der Gesellschaft, diese Aufrechnungslage haben wir, aber der Gläubiger kann sich nicht befriedigen, weil der Gläubiger nicht handeln kann. Er unterliegt einem Aufrechnungsverbot. Was wäre die Konsequenz? Wirtschaftlich müsste die GBA sich nicht mehr als Schuldner fühlen, weil sie kann selber jederzeit aufrechnen. Aber solange sie nicht aufgerechnet hat, würde der Anspruch gegen die Gesellschafter bestehen. 129,3 wäre nicht erfüllt, er könnte sich nicht verteidigen. Überzeugt Sie das? Es ist offensichtlich nicht gewollt. Die Frage ist wiederum nur die, warum steht diese Gläubigerbefugnis im Gesetz? Haben Sie eine Idee? Wenn wir die Konstellation haben, die hier eintritt, also Aufrechnungslage besteht grundsätzlich über die zwei gegenseitig fällige Formen. Grundsätzlich können beide aufrechnen, aber aufgrund des Aufrechnungsverbots kann es nur die GBA. Wäre völlig unschädlich, wenn was passiert?
wenn Sie sich die prozessuale Situation vorstellen, dass der Gläubige, den halt eben nicht aufrechnen kann, seine Forderung ja nur durchsetzen kann durch Leistungsklage. Und der klagt jetzt nicht nur gegen C, sondern der klagt gegen die GBR und C. Was passiert dann? Was würde passieren? Was würde die Gesellschaft machen? Die Gesellschaft würde sich gegen ihre Inanspruchnahme wie verteidigen? Indem sie die Aufrechnung erklärt. Was würde dann passieren, sofort in der gleichen Sekunde mit der Verbindlichkeit unseres Gesellschafters C? Ja. 129 Absatz 1. Wir wären gar nicht mehr im Absatz 3. Und deshalb hat der Gesetzgeber gedacht, dass das keine Rolle spielt. Das hat aber eine Prämisse, nämlich, dass sie immer gegen die Gesellschaft und den Gesellschafter klagen. Sie wissen aber inzwischen, dass wir das aus Kostengründen nicht tun. Wie kann der Gesetzgeber trotzdem davon ausgehen? Wie kommt es zu einer solchen Fehlprämisse? Das können Sie sich nur historisch erklären, es kommt dadurch dazu, dass Sie die Regelung 128 folgende, HGB 1897, in das heutige HGB übernommen haben, aus dem früheren ADHGB. Dieses ADHGB vor der ZPO und den dort geregelten Vorschriften zum Streitwertbemessung halt eben vorhanden war. Und man es dann ohne Blick auf das Prozessrecht und die Erwartung, wie die Anwaltschaft darauf reagieren würde, übernommen hat. Und dadurch haben sie einen Bruch zwischen diesen beiden Rechtsordnungen, zwischen dem Handelsrecht auf der einen Seite, das von einer prozessualen Konstellation ausgeht, die das Prozessrecht ihnen so aber eigentlich nicht beabsichtigt. Das müssen wir quasi deshalb korrigieren. Und diese Situation, die der Gesellschafter sich vorgestellt hat, dass die Gesellschaft selbst geklagt ist, sich also unmittelbar befreien würde durch die Erklärung der Aufrechnung, von der der Gesellschafter über 129.1 profitieren würde, das müssen wir korrigieren. Wie machen wir das? Der praktische Regelfall sieht so aus, dass ausschließlich der Gesellschafter verklagt wird, deshalb die Gesellschaft gar keinen Grund hat, selber sich zu verteidigen. Aber wir müssen an der Stelle 129.3 analog nehmen. Warum? Weil wir diese Voraussetzung, dass der Gläubiger aufrechnen kann in dieser Sondersituation, dass wir ein Aufrechnungsverbot haben, nicht passt. Das überwinden wir, weil es eine Sondersituation ist durch die Disharmonie zwischen der handelsrechtlichen Haftungsregelung und dem Prozessrecht. Das heißt, Sie nehmen diese Teil im Wortlaut, dass der Gläubige aufrechnen kann, nur insoweit ernst, als es auch relevant ist für die Aufrechnungslage. Sie brauchen also auch die fällige Forderung des Gläubigers. Und damit haben wir ein System, 129 Absatz 1 auf der einen Seite, Absatz 2 und 3 auf der anderen Seite, Gestalt fahren kann, die ein ziemlich geschlossenes Bild zum Schutz der Gesellschafter mit entstehen lassen und diese Akzessorität der Haftung ausformen. Das Einzige, was Sie sich jetzt fragen können, ist, 129, 2 und 3 schützen unsere Gesellschafter in dieser Schwebephase, wo wir ein Gestaltungsrecht der Gesellschaft haben, aber noch nicht wissen, ob sie es ausüben wird. Und das Ganze gibt es ja nicht nur bei Aufrechnung und Anfechtung, sondern Sie können sich das auch vorstellen bei der Möglichkeit des Rücktritts. Sie können sich das auch vorstellen bei der Möglichkeit des Widerrufs. Die Regelungstechnik
Weil halt eben beides ausdrücklich genannt ist. Anfechtung und Aufrechnung, könnten Sie auf die Idee kommen, dass das abschließend ist. Sie könnten auf die Idee kommen. Aber das Widerrufsrecht, das verbraucherschützende Widerrufsrecht, ist viel später erst ins BGB gekommen. Und an den Rücktritt hat man damals noch nicht wirklich gedacht. Sondern sie haben eher typischerweise an die klassische Situation wie das Darlehen gedacht. Und beim Darlehen haben sie kein Rücktrittsrecht geschützt. Das heißt, sie schließen diese Lücke nach ganz herrschender Meinung mit einer analogen Anwendung von Absatz 2 und 3 zusammen und kreieren als daneben stehend eine allgemeine Einrede der Anfecht oder der Einrede der Gestaltbarkeit, die aus der akzessorischen Haftung kommt. Das Einzige, was ich jetzt noch kurz dazu nachlegen will, ist, wir haben jetzt gesagt, BGB-Gesellschaft, jetzt hatte ich gerade gesagt, verbraucherschützendes Widerrufsrecht. Gibt es sowas überhaupt? Kann eine BGB-Gesellschaft überhaupt Verbraucher sein? Geht das? Verbraucherdefinition in § 13 BGB, das einzige, wo beim Verbraucher und Unternehmer die Personengesellschaft mal auftauchen, ist in § 14 Absatz 2. Aber der gehört ja zum Unternehmer, der gehört nicht zum Verbraucher. Ist jetzt also jede Personengesellschaft ein Unternehmer? Das hängt davon ab, was sie tun. Wenn Sie sich gewerblich betätigen, und das ist bei immer gegeben, bei einer OHG und bei einer KG, weil deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet ist, dann sind Sie immer Kaufmann und Unternehmer. Bei der BGB-Gesellschaft ist das nicht zwingend. Weil der Zweck nicht so vorgegeben ist. Sie können jeden beliebigen Zweck ja wählen. Und das bedeutet, wenn Sie sich bei der BGB-Gesellschaft nicht am Markt betätigen, unternehmerisch, sondern die BGB-Gesellschaft immer als Außengesellschaft, aber bitte, rein zu Zwecken der Vermögensverwaltung nutzen. Wir sprechen dann davon, dass es private Vermögensverwaltung ist. Dann ist auch diese privat vermögensverwaltende GbR Verbraucher. Insofern schließen Sie bitte nicht automatisch aus der Tatsache, dass Sie es mit einer GbR zu tun haben, darauf, dass es ein Unternehmer ist. Sondern Sie müssen schauen, wie genau sich diese Gesellschaft betätigt. Haben Sie eine unternehmerische Betätigung? Sind Sie in 14 Absatz 2, dann sind Sie in der Unternehmereigenschaft. Haben Sie keine unternehmerische Betätigung, sondern eine rein private Vermögensverwaltung? Dann sind Sie nicht Unternehmer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür, wo das eine Rolle spielt. Sie haben eine Person oder mehrere Personen zusammen, die kaufen alte, wunderschöne Gebäude. Das Ganze wird darlehensfinanziert. Sie schließen sich zusammen als GbR, nehmen ein Darlehen auf, kaufen so ein altes Grundstück, häufig gelegen an irgendeinem See, und renovieren das. Und danach verpachten Sie das typischerweise an den Betreiber eines Reha-Zentrums zum Beispiel. Sie machen das mit einem Objekt. Ist diese GbR unternehmerisch tätig oder ist es vermögensverwaltend? Was meinen Sie?
Sie machen etwas, was technisch sehr geschickt ist. Sie schauen quasi, das ist die Methode, die wir im Steuerrecht haben, sie schauen durch diese Gesellschaft hindurch und gucken sich dahinter die Personen an und sagen, wenn ich mir die GBA web vorstelle als Person, als Zusammenschluss der Personen, sagen wir, die Personen würden das als Verbund auftreten, nicht als Außen-GBRs, sondern als sie persönlich machen, wären sie dann selber Unternehmer oder Verbraucher. Und genauso ist die Vorgehensweise. Wenn Sie das so machen würden, das ist ein Originalfall, den der BGH ungefähr 2006 entschieden hat, dass Sie sagen würden, Sie renovieren dieses Gebäude und verpachten danach und vermieten einzelne Zimmer. Sagen wir also mal, 50 Zimmer und vermieten jedes einzelne Zimmer, dann wäre das ja einem Hotelbetrieb sehr ähnlich. Und das wäre eine unternehmerische Betätigung. Wenn Sie aber das Objekt in Gänze an einen Betreiber verpachten, dann bekommen Sie nur eine monatliche Zahlung für das ganze Objekt. Das ist ein Zahlungsstrom. Es ist nichts anderes, als wenn Sie irgendwie sich privat eine Wohnung kaufen und diese eine Wohnung vermieten. Und dementsprechend beschränkt sich das noch darauf, dass Sie rein vermögensverwaltend tätig sind. Das ist keine unternehmerische Betätigung. Das Beispiel soll Ihnen nur zeigen, es gibt in der Tat diese Verbraucher GBRs, wenn Sie den Begriff so zusammensetzen wollen. Haben Sie Fragen bis hierhin? Dann gehen wir über den Punkt der Einwendungen jetzt hinweg. Sie wissen, wir haben 129.1 ausgeübte, Absatz 2 und 3 gestaltbar und darüber hinaus ungeschriebene Einrede der Gestaltbarkeit. Und kommen dann zu der Frage, wenn jetzt ein Gesellschafter in Anspruch genommen wurde und die geschuldete Leistung erbracht hat, dann wissen Sie auch rein aus der Anwendung des Gesetzes, dass das jetzt zur Folge hat, dass alle anderen Gesellschafter, mit denen er ein Gesamtschuldnerverhältnis bildet, das ist angeordnet, in 128 Satz 1 HGB. Also in Anspruch genommen, der Anspruch besteht und es ist gezahlt worden. Dass jetzt auch die Verbindlichkeiten von A und B erlöschen. Das ist unmittelbar klar. Die Frage ist jetzt aber nur, von wem kann unser Gesellschafter denn eigentlich Regress verlangen? Er selber hat doch jetzt geleistet aufgrund seiner akzessorischen Haftung für eine Verbindlichkeit der Gesellschaft. Und deshalb liegt es nahe, den Regress zu suchen, entweder bei der Gesellschaft oder und des Gesamtschuldverhältnisses bei den anderen Gesellschaften. Der erste Blick richtet sich auf die Gesellschaft. Warum? Naja, weil es ist nun mal eine Verbindlichkeit der Gesellschaft. Und dann können Sie überlegen, was sind eigentlich meine Anspruchsgrundlagen, mit denen ich jetzt gegen die GWR vorgehen will. Sie können überlegen, erstens, 426 Absatz 1, wenn Sie so wollen, erstens A und B, 426 Absatz 1 und Absatz 2 BGB. Sie können auch überlegen, 670 BGB oder wenn Sie im unmittelbaren Anwendungsbereich des HGB wären, 110 Absatz 1, sage ich gleich was zu. Und Sie können schließlich überlegen, 774 Absatz 1 BGB analog. Das klingt auf den ersten Blick sehr wild. Sie werden sehen, warum wir dazu kommen. Ausgangspunkt ist erstmal die Frage, wie sieht es eigentlich mit der klassischen Gesamtschuldnerhaftung, mit dem Gesamtschuldnerregress aus? Und dazu, Leute, lohnt es sich, dass wir nochmal ein Bild werfen in den 128 Satz 1. Dort wird eine Gesamtschuld ja angeordnet. Aber es heißt doch, die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigern als Gesamtschuldner. Die Anordnung der Gesamtschuld beschränkt sich also auf wen?
828 Satz 1, 840 BGB, da ist die Gesamtschuld erworben, nur im Verhältnis zwischen A, B und C. Nicht im Verhältnis zur GBR. Ist es dann trotzdem eine Gesamtschuld? Wir müssen sie ja nicht gesetzlich, Gesamtschulden entstehen ja nicht nur dort, wo wir sie gesetzlich anordnen, das ist eine Möglichkeit, sondern auch dort, wo das Tatbestand, der Tatbestand des 421 BGB sonst erfüllt ist. Das können Sie überlegen. Und Sie können die 421 jetzt aufschlagen und sich durchlesen. Und dann werden Sie sehen, es geht um eine Leistung, die der Gläubiger verlangen kann. Sie ist nur einmal zu erbringen, das ist auch klar. Damit scheint der 421 erfüllt zu sein. Aber Sie wissen aus Ihrer Schuldrechts-AT-Vorlesung, dass es in dem 421 ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal gibt. Nämlich, was brauchen Sie? Die sogenannte Gleichstufigkeit. Warum brauchen Sie das? Der 421, die Gesamtschuld führt auf der Folgenebene über den 426 Absatz 1 grundsätzlich mal dazu, dass sie die Last gleichermaßen verteilen. Also unsere Gesamtschuldner A, B und C grundsätzlich jeder ein Drittel. Wenn wir jetzt die Gesellschaft dazu nehmen würden, würde es bedeuten jeder ein Viertel. Macht das Sinn? Sind die wirklich so gleichstufig, dass ich das so gleichmäßig verteilen kann? Wenn Sie sich rein im BGB bewegen würden, müssten Sie den 421 die Gesamtschuld abgrenzen von 255 BGB. Die Norm ist relativ missverständlich. Was steht da drin? Darin steht, wenn Sie ein Stufen, ich paraphrasiere das bewusst, weil der Normtext Ihnen nicht so viel weiterhilft eigentlich. Wenn Sie ein gestuftes Verhältnis zwischen mehreren Schuldnern haben, die die gleiche Leistung schulden, und derjenige, der nachrangig es leistet, dann kann er den anderen, der vorrangig leisten soll, vollumfänglich in Anspruch nehmen. Deshalb steht es beim schadensrechtlichen Bereicherungsverfahren. Wo kennen Sie dieses Verhältnis her? Ich gebe Ihnen ein Beispiel auf dem Weg mit, damit Sie diese Unterscheidung mit der Gleichstufigkeit verstehen. Mein Beispiel hat mit Gesellschaftsrecht gar nichts zu tun. Sie haben jemanden, der hat ein Haus. Und weil er an diesem Haus sehr hängt, hat er eine Gebäudeversicherung. Und dann gibt es jemanden, der zündet dieses Haus an. Den nennen wir BS, die Brandstifter. So, was bekommen Sie jetzt? Und da stellen wir mal, Sie ermitteln den Brandstifter und der kann zahlen. Sie bekommen Schadensersatz vom Brandstifter. Ab 23.1, ab 23.2 mit Schutzgesetz, Rückruf 106 folgende StGB. Schadensersatz von ihm und, ja natürlich, der Versicherungstatbestand ist ausgelöst. Sie bekommen auch von Versicherer Geld. Sind die beiden Gleichstufen? Sagen Sie jetzt klar, super, die machen Hälfte, Hälfte. Das wird Ihren Versicherer nicht freuen. Was will der Versicherer? Der Versicherer hat den Zweck, das ist Zweck des gesamten Versicherungsvertrags, ihm zeitnah die Liquidität zur Verfügung zu stellen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und danach möchte er gerne zu 100% Regress nehmen bei dem Brandstifter. Aber doch nicht nur die Hälfte. Das ist doch super, Sie zünden ein Haus an für 200.000 Euro und zahlen nur 100. Das ist günstiger Spaß. Also jetzt nicht, dass Sie es machen sollen. Aber Sie sehen, dass das keine Gesamtschuld sein kann. Das kriegen Sie aber nicht aus dem Normtext raus, weil die haften beide auf die gleiche Leistung.
Sie kriegen es nur aus dem Zweck raus. Und deshalb brauchen wir dieses wertende Kriterium der Gleichstufigkeit oder der Nicht-Gleichstufigkeit. Zurück zum Gesellschaftsrecht. Wie sieht es da aus? Gleichstufigkeit zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern? Nein. Warum? Naja, eigentlich ist es doch eine Verbindlichkeit der Gesellschaft, die wir nur zur Kreation der Kreditwürdigkeit der Gesellschaft am Markt absichern über die persönliche Haftung der Gesellschaft. Deshalb ist es keine Gesamtschuld. Weil es an der Gleichstufigkeit als wertendem Kriterium fehlt. Das heißt, wir haben gar keinen Gesamtschuldverhältnis. In diesem Verhältnis. Im Verhältnis der Gesellschafter untereinander werden wir sehen, natürlich schon. Wenn Sie später mal ein Urteil schreiben müssen und Sie haben den seltenen Fall, dass geklagt wird gegen die Gesellschaft und die Gesellschafter, dann würden Sie die auch bitte niemals verurteilen als Gesamtschuldner, sondern immer nur wie Gesamtschuldner, um zu zeigen, dass die Leistung nicht mehrmals verlangt werden kann. Wichtig für unseren Regressteil, wir haben keine Gesamtschuld im Verhältnis Gesellschafter und Gesellschaft. Dann bleibt uns als nächste Regressmöglichkeit und Anspruchsgrundlage 670 BGB. Wir springen komplett in ein anderes Gebiet auf den ersten Blick. Den Auftrag. Sie können aber auch näher im Gesellschaftsrecht bleiben und sich den 110 anschauen. Am besten ist, Sie legen einen Finger mal in den 670 und einen zum 110 HGB. Um was geht es bei beiden? Und dann erkennen Sie, dass die zusammenhängen. Ich lese den 110 vor, Macht der Gesellschafter in den Gesellschaftsangelegenheiten Aufwendungen, die er nach den Umständen nach erforderlich halten darf. Den anderen Teil lasse ich weg. So ist ihm die Gesellschaft zum Ersatze verpflichtet. Das ist ziemlich deckungsgleich mit 670 BGB, nur wir haben dort zugrunde liegenden Auftragsverhältnis. Und über Verweisung auf die Geschäftsführung ohne Auftrag. Und die Geschäftsbesorgung. Was steckt dahinter als Gedanke? Dass, wenn Sie Aufwendungen tätigen, die wirtschaftlich für einen anderen sind, dass Sie dann von dem anderen entschädigt werden. Ist das unser Fall? Daran können Sie zweifeln, weil der Begriff der Aufwendungen drinsteht, sowohl in 110 HGB als auch in 670 BGB. Was sind Aufwendungen? Freiwillige Vermögensopfer. Ist es etwas, was unser Gesellschafter hier tut? Ein freiwilliges Vermögensopfer erbringen? Wörtlich gesehen nicht. Warum? Es besteht ein materieller Anspruch gegen ihn. Er zahlt ja nicht freiwillig, sondern er zahlt deshalb, weil der Anspruch gegen ihn begründet ist. Und deshalb stocken Sie bei der Subsumption unter dem Begriff der Aufwendung. Aber nehmen Sie diesen Begriff nicht zu ernst an der Stelle. Dieses Merkmal der Freiwilligkeit können Sie auf zwei Arten überspielen. Entweder Sie nehmen den Begriff der Freiwilligkeit nicht so ernst, sondern Sie greifen zurück auf den allgemeinen dahinterstehenden Rechtsgedanken, dass ich einen Geldbetrag verwende, ich sage jetzt bewusst verwenden und nicht freiwillig hier, im Sinne und für einen anderen wirtschaftlich. Dann sollen Sie Ersatz bekommen. Das ist der dahinterstehende allgemeine Gedanke, der 670 und 110 verbindet. Sie können aber, wenn Sie an dem Wort der Freiwilligkeit gerne festhalten wollen, dann können Sie sagen, das Einzige, was freiwillig ist, ist nicht jetzt die Zahlung, weil zu der bin ich verpflichtet,
Sondern die Freiwilligkeit ist schon halt eben die Eingehung des Gesellschaftsverhältnisses, was ja latent immer das Risiko hat, dass ich in Anspruch genommen werde. Das ist dann das entscheidende Freiwilligkeitsmoment. Sie verlagern quasi nur vor. Diese Aufwendungen müssen dann erforderlich sein. Das bezieht sich vor allem auf die Höhe. Und erforderlich ist es immer dann, wenn er selber für die Verbindlichkeiten haftet. Sie haben bei Erforderlichkeit sonst immer, das kennen Sie aus dem klassischen Auftragsverhältnis, die Situation, dass situationsbedingt erforderlich sein muss. Hier geht es jetzt aber gar nicht um situationsbedingt erforderlich, sondern wenn ich hafte und diesen Betrag schulde als eigene Verbindlichkeit, als eigene akzessorische Verbindlichkeit, dann ist das natürlich erforderlich. Und damit haben wir unsere Regressanspruchsgrundlage. Wenn Sie das in der Klausur hinschreiben würden, wären wir alle schon wahnsinnig froh. Aber Sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit, auch den Punkt 19 und 20 mitzunehmen. Jetzt können Sie sich fragen, was ist eigentlich dieses 774 Absatz 1 BGB analog? Und wie zur Hölle kommt man da auf? Sie haben den Begriff akzessorische Haftung wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört im Zusammenhang mit den Gesellschaftern, sondern Sie kennen den Begriff der akzessorischen Haftung von der Bürgschaft. Und genau dahin schauen wir mit dem 774. Der betrifft das Verhältnis zwischen Bürger und Gläubiger. Und was regelt der, wenn der Bürger zahlt, geht die Forderung, die der Gläubiger gegen den Hauptschuldner hat, auf ihn über und er kann aus dieser Cessio Legis, also aus der abgetretenen Forderung, nicht abgetretenen, sondern übergegangenen Forderung, den Anspruch geltend machen gegen den Hauptschuldner. Jetzt werden Sie sagen, klar, aber warum? Das ist doch das Gleiche, was Sie bei 670 BGB hatten oder 110 HGB. Warum braucht er noch eine Forderung? Er kriegt doch den Betrag nur einmal. Da haben Sie völlig recht. Aber warum gibt es eigentlich 426 Absatz 1 und Absatz 2? Das sind doch eigentlich auch zwei inhaltsgleiche Regressansprüche. Was macht den Unterschied aus? Warum? Warum gibt es den Absatz 2? Wir wollen nicht nur die materiell-rechtliche Regressforderung, sondern wir wollen diese Cessio Legis haben. Warum? Aus einem Grund. Wenn es akzessorische Sicherheiten gibt, das ist reines Kreditsicherungsrecht, dann wollen wir, dass die übergehen. Wenn also unser Hauptschuldner nicht nur einen Bürgen hatte, sondern zwei Bürgen, dann führt 774 dazu, dass nicht nur der Anspruch gegen den Hauptschuldner übergeht, sondern auch das akzessorische Sicherungsmittel, zweite Bürgschaft, und er eben auch gegen den anderen Bürgen vorgehen kann. Das ist der Gedanke. Hier genau das gleiche Spiel. Falls es irgendwelche Sicherheiten gibt, die die Gesellschaft gestellt hat, dann möchte ich doch auch, wenn ich als Gesellschafter leiste, dass diese Sicherheiten, zum Beispiel halt eben eine Hypothek, dass auch diese auf mich übergeht. Es geht uns rein darum, dass wir quasi zu dem, was wir jetzt als Regressanspruch quasi geschaffen haben, 670 parallel zu dem, was uns fehlt an 426 Absatz 1 BGB, dass wir das ergänzen um etwas, was funktionsgleich ist mit 426 Absatz 2 BGB, also die Cessio Legis hat, zum Übergang akzessorischer Sicherheit. Und da haben wir eine Regelung im Gesetz, die das für akzessorische Haftung regelt, 774 Absatz 1 BGB. Steht aber nur bei der Bürgschaft,
wendet die ganz herrschende Literaturmeinung aber analog an, auf den Fall der Gesellschafterhaftung. Gesichert durch die Rechtsprechung ist es nicht. Auch schlicht aus einem Grund, nicht weil der BGH es abgelehnt hat, sondern weil er darüber nie zu entscheiden hat. Ich kam darauf nicht an. Das ist unser Regressverhältnis zwischen dem Gesellschafter, der gezahlt hat, und der Gesellschaft. Was uns jetzt zum Abschluss noch bleibt, ist der Punkt, das Regressverhältnis zwischen den Gesellschaftern. Und hier ist die Lage deutlich einfacher. Warum? 128 Satz 1 ordnet uns ja die Gesamtschuld ausdrücklich an. Das heißt, als Regressanspruchsgrundlagen haben wir 426 Absatz 1 und 426 Absatz 2 in Verbindung mit 128 Satz 1 dann der Anspruch der Gesellschaft in die übrigen Gesellschaften. Für 774 1 gibt es keinen Anwendungsbereich, weil wir keinen Analogiebedarf haben, denn es gibt keine Regelungslücke. Wir haben diese Cessio Legis über 426 Absatz 2. Und damit ist die ganz normale Regressregel. Damit könnten wir fast Schluss machen für heute. Fast. Ich will Ihnen noch zwei Dinge erzählen zu der Frage, funktioniert das eigentlich? 426 Absatz 1 und Absatz 2 würden jetzt dazu führen, dass Sie halt eben den Haftungsvertrag, was unterstellt, alle sind solvent, gleichmäßig auf A, B und C verteilen. Oder können sich B und C, A und B wieder gegen den Regress von C verteidigen? Das könnten Sie überlegen. Und das Reichsgericht hat dazu in einer, wie ich finde, sehr wilden Entscheidung Folgendes entschieden. Sie haben gesagt, naja, derjenige, der leistet, befreit ja nicht nur sich selbst, sondern er befreit ja auch nicht nur die anderen Gesellschaften, sondern auch die GmbH. Wie Gesamtschuldner, deshalb 422, nicht direkt, sondern analog. Das heißt aber, wenn Sie sich das bilanziell in der Gesellschaft vorstellen, die Gesellschaft hatte vorher eine Verbindlichkeit, die streichen Sie jetzt raus, ohne dass Geld von der Gesellschaft abgeflossen ist. Das Streichen der Verbindlichkeit führt automatisch dazu, dass Sie Ihr Vermögen erhöht. Das ist doch super. Aber Sie könnten sich jetzt überlegen, ob das nicht etwas ist, weil der Gesellschafter eine Leistung erbringt, die nicht hier auf das Konto der GmbH fließt, aber die Gesellschaft wird dadurch bereichert, dass die Verbindlichkeit wegfällt. Ist es quasi so, als wenn der Gläubiger, das können Sie jetzt quasi sich vereinfacht vorstellen, hier nicht das Geld zahlen würde und die GbR damit die Verbindlichkeit tilgen würde, würde aufs Gleiche rauslaufen. Deshalb können Sie überlegen, ob das nicht nur den Zahlungsweg abkürzt. Und sich fragen, ob das, was wirtschaftlich passiert, Leistung ins Gesellschaftsvermögen, nicht ein Nachschuss ist, der durch diese Abkürzung des Zahlungswegs verdeckt wird. Und dann könnten Sie überlegen, und jetzt wird es etwas wild, dass Sie sagen, ja, aber Nachschüsse, da hatten wir die Regelung des 707 BGB, wo es heißt, zu Nachschüssen sind Sie nicht verpflichtet. Wie kommen Sie auf die Idee? Naja, wenn Sie sagen würden, der Gesellschafter zahlt hierher und dann dahin, dann müssten Sie ja
diesen Betrag, wenn der Gesamtschuldnerausgleich hier stattfindet, dann müsste der ja wieder so laufen, dass die anderen jeweils in den Teil des Gesellschaftsvermögens einschließen und eher entschädigt wird. Weil sie verteilen ja jetzt diese Lastenfreien durch die GBA gleichmäßig nach A, B und C. Das heißt also, da B und C noch nicht das Gesellschaftsvermögen geleistet haben, müssten sie das noch tun. Und die Gesellschaft müsste, um sich nicht mehr zu bereichern, das an C wieder abführen. So der Gedankengang. Die Konsequenz würde bedeuten, wenn Sie das als Nachschuss ansehen und das Nachschusspflichtverbot ernst nehmen, dass ich dann gar keinen Regress bei den anderen Gesellschaftern suchen könnte, sondern nur bei der Gesellschaft. Und jeder Gesellschafter sagen könnte, bei mir? Nö. Das macht keinen Sinn. Erstens macht es keinen Sinn, weil 128 Satz 1 ja selber erstmal ist, weil der Gesellschafter die Gesamtschuld ja anordnet. Jetzt können Sie sagen, ja, aber das tut er ja eigentlich originär nur für die OHG-Gesellschafter und nicht für die BGB-Gesellschafter. Das ist ein formales Kriterium, weil der 707 über die Verweisung in 105 Absatz 3 HGB auch grundsätzlich für die OHG gilt. Also der Einwand, dass es seit dem 128.1 dort kein 707 gäbe in der OHG, der stimmt nicht. Was ist denn ein Nachschuss? Darüber hatten wir uns schon mal unterhalten. Ein Nachschuss ist das, was Sie ins Gesellschaftsvermögen leisten, wie die ursprünglichen Beiträge, die aufgebraucht sind, um was zu tun, um den gemeinsamen Zweck zu fördern. Ist dieser Regress, den C bei B und A anstrebt, ist das Förderung des Gesellschaftszwecks? Nö, überhaupt nicht. Wenn wir unsere Gesellschaft auflösen würden in dem Moment, würde der Regressanspruch doch immer noch bestehen. Es geht uns nicht mehr um Förderung des gemeinsamen Zwecks, es geht uns um gleichmäßige Lastenverteilung aus der Haftung. Und daher hat das mit Nachschuss, mit 707 BGB rein gar nichts zu tun. Das heißt, Verteidigung der Regressschuldner läuft nicht über 707. Es gibt eine andere Möglichkeit. Sie können sich, und das gilt im Gesellschaftsrecht eigentlich fast immer, sich auf ihre Treuepflicht berufen. Sie haben eine Treuepflicht der Personen untereinander, alle in Bezug auch auf die Gesellschaft nochmal. Der Grundgedanke war, dass ja nicht nur die Gesellschafter untereinander befreit werden, 422 BGB, sondern auch die Gesellschaft, Ausdruck der akzessorischen Haftung. Damit wird das Gesellschaftsvermögen geschont, weil wir hatten ja schon gesehen, das Gesellschaftsvermögen erhöht sich dadurch, dass sie keinen Kapitalabfluss haben, aber eine Verbindlichkeit ausnehmen. Und deshalb ist die Konsequenz, dass sie diese Last, die sie als Gesellschafter jetzt getragen haben, grundsätzlich mal wieder als originäre Last in die Gesellschaft zurückschieben. Das heißt, sie nehmen primär Regress bei der Gesellschaft. Mit anderen Worten, der Regress bei den anderen Gesellschaftern ist subsidiär. Sie dürfen ihn grundsätzlich erst suchen, wenn sie vorher versucht haben, die Gesellschaft in Anspruch zu nehmen und sich dort zu befrieden. Das müssen Sie aber bitte natürlich nur außergerichtlich tun. Sie müssen also nicht ständig erstmal gegen Ihre eigene Gesellschaft klagen, den Vollstreckungstitel erwirken und dann 30 Jahre versuchen, erfolglos zu vollstrecken. Das reicht, wenn Sie das außergerichtlich versuchen. Wenn erkennbar ist, eindeutig, dass bei der Gesellschaft nichts zu holen ist, dann wäre es eine bloße Förmelei, Sie darauf zu verweisen, es erst bei der Gesellschaft versuchen zu müssen. Sondern wenn Ihre Gesellschaft im Krisenmodus ist, nahe einer Insolvenz, dann
können sie auch unmittelbar bei den anderen Gesellschaftern den Regresso. Und wenn dieser jetzt zulässig ist, dann müssen wir uns noch ein Wort oder zwei Sätze dazu verlieren, in welchem Umfang. Grundsätzlich wissen Sie, 426.1, 426.2 spiegelt dieses Verhältnis, grundsätzlich zu gleichen Anteilen, aber es kann was anderes bestimmt sein. Und dieses anderes bestimmt muss nicht ausdrücklich im Hinblick auf das Gesamtschuldnerverhältnis bestimmt sein, sondern wir können uns an einer anderen wirtschaftlichen Verteilung von Lasten und Erträgen orientieren. Und das sind unsere Gewinn- und Verlustanteile, die wir im Gesellschaftsvertrag haben. Die sind maßgeblich. Wenn Sie sich also vorstellen, B hat 50%, C hat 50%, A und B jeweils noch ein Viertel, dann verteilen wir nicht nach gleichen Anteilen, also jeweils ein Viertel, sondern dann kann C nur insgesamt ein Halbregress nehmen, und zwar ein Viertel von A und ein Viertel von B. So wäre, wenn wir das vollständig im Regress abwickeln, die Lasten verteilen. Haben Sie dazu Fragen? Dann darf ich Sie auf die Entscheidung im 142. Band hinweisen als Lektüre. Da geht es um die Einrede der Aufrechenbarkeit. Dort wird das System eigentlich vom BGH nochmal sehr schön beleuchtet. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Mündliche Prüfung machen wir. Ja, aber wann ungefähr? Das Einfachste ist, Sie schreiben mir eine Mail. Ja. Und dann schicke ich Ihnen den Termin. Aber ich würde mal sagen, Anfang Juni. Okay. Ja. Ja? Dann schicken Sie eine Mail. Ja, genau. Schicken Sie mir die Mail, aber wenn Sie wollen, auch gerne jetzt schon. Weil dann gucke ich das mit dem Termin. Ich habe aber noch gar nicht mal die vollständige Prüfung. Also ich weiß nicht, ob wir noch jemanden haben, der noch nicht da ist. Das kann ich dann aber rausfinden.